Follow me, follow me. Children, children of the night, step into the light, into the light. Follow me, follow me. Come, come, come from out the shadows into the light, into the light. Follow me. Come on.
Was geht? Ihr seid wieder sehr, sehr geil heute. Ernest and Co. Europa-Park in Russ, was machst du da genau? Ich arbeite im Hotel an der Bar. Schön, in diesem Hotel habe ich mal übernachtet, das ist total geil, aber ich meine, habt ihr solche Partys auch im Europa-Park? Nein, leider nicht. Deswegen bist du heute hier zum ersten Mal? Ja, weil ich euch jede Nacht im Fernsehen sehe. Und da hast du gedacht, das musst du dir mal live angucken, definitiv. Und was ist das Geilste hier? Die Leute, die feiern. Die Leute feiern und du feierst jetzt auch, oder? Ich meine, sie hat sich ein bisschen gesträubt, hier mitzumachen, aber ich habe sie überreden können, weil so ein hübsches Gesicht muss ins Fernsehen, ganz dringend. Nele, das war's auch schon, du hast es überstanden. Ich danke dir ganz herzlich, viel Spaß auch hier und euch viel Spaß mit Hennes und Cole.
Jetzt stehe ich hier oben
bei Hennes & Kohl. Da denkt man immer, es sind zwei, aber er ist jetzt alleine da. Und was ihr da jetzt gerade hört, was er jetzt gerade einspielt, ist auch, glaube ich mal, die aktuelle Get Down. Oder die, weiß ich. Wir werden ihn fragen, wenn jetzt gleich soweit ist. Ah, such dir mal eine Platte aus und dann werden wir ein bisschen mit ihm blauen. Ja, dann können wir miteinander reden. Erzähl mal was, Hennes & Kohl, woher kommt das, der Name? Ja, ganz einfach. Das Projekt besteht aus zwei Leuten. Der Michael Hennes liegt gerade im Krankenhaus mit dem Schien- und Wadenbeinbruch. Und aus mir bin der Kai Winter, deshalb heiße ich Ken Cole. So sind wir vor 3 Jahren auf die Idee gekommen, ein Act zusammen zu machen. Und ein Projekt war die First, war Second Trip, haben Sound of Rock gemacht. Und jetzt die neue Digga Down. So ist Hennes & Kohl geworden im Endeffekt. Ist doch ein super geiler Sound, den ihr da macht, mit ein bisschen härteren Touch, ne? Ja, schon. Also bei uns gibt es schon ein bisschen mehr auf die Fresse, sagen wir im Jargon. Wir sind an sich die Hardtrancer, sind beim Label Trancy Tracks zu Hause. Sehr, sehr geiles Label. Wir haben super viel Spaß da drüben. Und ja, es macht Spaß. Wir machen mehr, wir machen viel mehr. Wir machen ja auch noch die Druckgeschichte. Das ist das eigene Label von uns, zusammen mit DJ Scott Project. Ich mache ja im Endeffekt noch persönlich Sterb. Ist auch noch ein Projekt von uns. Also sehr, sehr viel zu tun, aber macht sehr, sehr viel Spaß. Also den Leuten sollten wir aber jetzt mal nahelegen, dass ihr eure aktuelle Platte sich mal besorgt, ne? Ja klar, warum nicht? Und es ist die wir gerade hören. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich finde ja beide Seiten sehr gut gemacht. Also man kann beide Seiten spielen, ist genial. Und jetzt nochmal Frage an dich, wo legst du am liebsten auf? Also momentan in Holland, weil ich die letzten 2 Mal in Holland gewesen war. Ich war auf der Mysteryland gewesen, waren 40.000 Leute da, das war ein Hammer. Wir hatten ein paar Zelte gehabt, die waren knallevoll, 8.000-9.000 Leute in dem Zelt gewesen. Nochmal auf der Auer Club gespielt. Letzte Woche habe ich gespielt in Zaandam, in der Nähe von Amsterdam. Super klasse Volk. Natürlich hier in Deutschland spielen wir auch unwahrscheinlich gern, aber momentan ist schon so die ganze Sache so ein bisschen Multikulti geworden. Das heißt, ich habe persönlich in Amerika gespielt, wir haben in Kanada gespielt, wir haben in Australien gespielt. Ich war am 15. Oktober bin ich in Japan wieder das zweite Mal jetzt. Also es ist unfassbar groß geworden. Also läuft gut bei euch, ja? Ja, sehr geil. Also, mach die Monitor mal lieber aus, weil wir verstehen. Wir können uns auch anschreien, ich bin das gewohnt hier. Jetzt die Party hier, die Rave Party. Sag was dazu. Ja, für mich das erste Mal. Aber sehr geil, muss ich schon sagen. Ich habe es leider noch nie vorher gesehen, weil ich empfange keinen Satellit, ich habe nur Kabelfernseher daheim. Aber das erste Mal, wo ich es im Endeffekt live mitbekomme, ich habe viel darüber gehört. Hab gesehen oder hab gehört, dass es sehr, sehr geil sein soll. Hab mich natürlich informiert bei ein paar Leuten. Und jetzt bin ich hier und es macht wirklich viel Spaß, muss man sagen. Okay, du hast auch ein geiles Set. Weiterhin viel Freude hier heute Abend beim Auflegen. Ich drück dir die Daumen mit deinen Nummern. Ja. Super klasse, danke. Okay, und gute Besserung an deinen Kollegen. Ich wollte mal rausschicken, der jetzt im Krankenhaus liegt. Ich hoffe, dass ich eine Kopie bekomme von dem Ding heute Abend. Nein. Krieg nie. Da kann ich ihm zeigen. Micha, gut. Aufnehmung. Gut. Nee, klar. Okay, wir gehen wieder ab an die Rafer. We'll be right back.
Ist das kalt draußen. Es wird, glaube ich, Zeit, dass wir euch mal wieder so richtig einheizen. Und zwar auf dem BTV Rave am 4. Januar im Studio 8 in Ludwigsburg. Mit dabei an den Plattentellern DJ Mike und Ravers on Dope. Und für das Optische die MC Dancers. Also sei dabei am 4. Januar, 22 Uhr geht's los. Studio 8 Ludwigsburg, ihr seid dabei. Ich auch, don't miss it.